Servus, grüß euch, ich bin's der Michi Nikolaus, ich habe Rüstermacher aus dem Chiemgau. Heute haben wir was mit Reinigen zu tun. Ihr habt es wahrscheinlich im letzten Video schon gesehen. Wir haben geröstet, ich habe einiges geröstet und ich habe einen ganz besonderen Röster. Ich glaube, ich muss euch das einfach mal ein bisschen erklären, ein bisschen erzählen. Ihr wisst schon, ich erzähle immer ein bisschen zu viel, aber es ist alles cool soweit. Wir haben da unseren Taifun-Röster, den haben wir seit letztes Jahr, im August haben wir den gekriegt. Warum haben wir einen Taifun gekauft und keinen anderen? Weil die anderen haben alle andere, gell? Also das kennt man ja, die typischen Röster, die Trommelröster. Ganz einfach aus dem Grund, wir haben bei dem Röster haben wir eine konvektive Röstung, eine Röstung ohne Berührung der Oberflächen, der heißen Oberflächen. Das heißt, die Kaffeebohnen verbrennen nicht durch Berührung der heißen Trommel. Punkt 2, ich habe eine riesige große Fensterscheibe. Und ich mache Röstkurse ja auch und das ist einfach ganz, ganz toll zum Erklären, weil wenn du so einen normalen Röster hast und du hast so also ein kleines Auge da drin, so ein Lächel da drin und siehst da rein und schaut das total toll aus, ist es alles gut, die haben richtig toll, die anderen Röster, also richtig super. Aber wir wollten ein bisschen was anderes, wir wollten gern euch das zeigen können, wir wollten das genauso transparent, wie wir es bei der Reparatur machen, wollen wir da hinten auch rösten. Deswegen, ich trage jetzt einfach mal die Kamera ein bisschen wackelig von links nach rechts, aber ich zeige es euch. Wir haben da unseren Röster. Und der hat natürlich da eine riesige Fensterscheibe da drinnen. Und ich fahre einmal die Bohnenkammer raus. Dann sieht man das, glaube ich, ganz gut. Ich habe da mit dem riesigen Fenster, zeigt sie mir alles, was ich rösten tue. Wie ich rösten tue, wann die Trocknungsphase beginnt, wie es bei der Maillard-Reaktion ausschaut, was sie einfach genauso in der Bohne da hinten ergibt. Deswegen habt ihr ja auch Töpfe und Pfannen mit Glasdeckel, weil ihr möchtet innen reinschauen, was passiert. Genauso haben wir das auch gemacht. Und das ist eine ganz tolle Sache, weil der Röster ist total cool. Also man ist fachlich kompetent und nicht euphorisch. Also der Röster ist fachlich sehr klasse. Es ist wirklich ein schöner, guter Röster. Ich mag den total gern, weil du einfach alles sehen kannst da drinnen. Und ich kann den sauber machen. Und den kann ich richtig sauber machen. Das finde ich ganz, ganz geil. Ich zeige euch einfach mal, wie ich ihn schnell aufmache und dann zeigt es einfach ein bisschen. Gell? Ich trage euch jetzt einfach die ganze Zeit hin und her. Ich habe da bei meinem Röster habe ich einfach den Bohnenbehälter. Das ist meine Röstkammer da drinnen. Da drinnen sind die ganzen Bohnen drin beim Rösten. Und das ist eine ganz coole Sache, weil die fliegen umeinander und das ist eine richtig schöne Sache. Natürlich werden wir genauso schonend rösten, wie mit jedem Trommelröst auch. Eben ganz genau. Also das heißt, wir haben dieselbe Qualität, dieselbe schonende Röstung. Das ist ganz wirklich wichtig, dass man da langsam rösten tut, schonend rösten tut, damit die Bohne einfach Zeit hat, dass die Feuchtigkeit verliert, die Öle in der Bohne sich umwandeln, die Maillard-Reaktion beginnt. Also die ganzen Sachen haben wir ganz genauso bei dem Röster. Nur, ich habe ein riesen geiles Fenster. Und das macht so Spaß mit dem zum Rösten, der sich euch jederzeit gerne einladen tut. Wenn ihr einen Röstkurs machen möchtet oder bei uns beim Rösten mit zuschauen möchtet, ein bisschen fachsimpeln über Kaffeebohnen rösten, kommt vorbei. Ich mache euch jetzt die Kammer einfach mal auf, gell? Ich laufe einfach mal von links nach rechts, ein bisschen umeinander. So. Und dann sieht man diese so. Da kann ich das aufmachen. Und ihr seht mir das schon ein bisschen, ich glaube, man sieht es da schon ganz gut an der Fensterscheibe. Wenn ich rösten tue, dann wird die ganze Gaudi doch schon ganz schön ölig da. Gell? Das spannt man, das gehört alles putzt. Das ist dem Grund, den wir unseren Röster auch komplett reinigen, genauso wie es ist gehört. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil alles, was da ölig ist, macht man ja, du tust ja auch keine dreckige Pfanne hernehmen, wenn du was Neues kochen tust, dann nimmst du ja über eine neue Pfanne her. Plastisches Beispiel. Genauso ist es da. Ich brauche den Röster wirklich wieder picobello sauber. Das heißt, nachher jeden Rösten, der Genuss, die Leidenschaft, das Beruhigende, ist halt das Reinigen auch wieder ein bisschen mit dran. Und das werde ich jetzt einfach mal ein bisschen machen. Das ist ein bisschen unromantische Arbeit, aber es dauert eine Viertelstunde und dann ist der picobello sauber. Und vor allen Dingen die Röstkammer da drinnen sind keine fette Öle, die dann irgendwie vergammeln oder verranzeln oder sonst was. Durch das, dass ich einfach überall da reinkomme in den Röster, alles sauber machen kann, ist der picobello sauber. So sollte es sein. Das war es soweit gewesen. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen was über meinen Röster erklären und ein bisschen herzeigen, weil er jetzt noch warm ist, ausgeschalten ist, weil er halt dann einfach ein bisschen ruhig und leiser ist. Weil wenn die Maschine läuft, ist es halt doch ganz laut. Und dass ihr einfach mal ein bisschen gesehen habt, was wir so täglich so ein bisschen machen. Das war es soweit gewesen. Ganz lieben Dank.
Bitte abonniert es sehr gern, drückt die Glocke, erzählt es bitte gern weiter, dass wir die Barista-Macher sind, dass wir da sehr, sehr dabei sind, dass wir nicht nur die Bohnen nachhaltig machen, sondern auch beim Rösten ganz, ganz nachhaltig Dinge. Und ich kann euch viel verzeihen, aber wenn ich es euch herzeigen kann, kann man keinen Blödsinn machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und das wollte ich mir einfach ganz gern sicherstellen. Das war's, ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Servus für dich.